Ich möchte einiges zu unserem Änderungsantrag sagen zum Einzelplan 4. Herr Müller, ich denke, wenn man uns eines nicht vorwerfen kann, dann, dass wir uns es leicht gemacht haben. Wir haben eben nach Möglichkeiten gesucht, unsere Schwerpunkte zu finanzieren und haben dann auch klar gesagt, wo wir Posteritäten hinsetzen. Und ich denke, was man daraus dann nicht ableiten kann, ist, dass es den Grünen sich leicht gemacht haben. Und ich möchte auch den Vorwurf zurückweisen, dass wir mal hier und da ein bisschen gekürzt haben. Wir haben uns die Titel schon genau angeschaut und haben eben festgestellt, dass die Bewirtschaftung bei bestimmten Titeln, zum Beispiel bei Nutzungsentgelten für IP-Telefonie, bisher ausreichend waren und dass die Begründung der Mehrbedarfe nicht überzeugend waren. Und da sind wir dann wieder auf entsprechende Werte runtergegangen, die dem Bewirtschaftungsstand entsprachen. Gleichwohl haben wir natürlich die speziellen Ausgaben des Verfassungsschutzes zusammengestrichen. Das ist ein politisches Statement und ich glaube, das können wir auch hier so vertreten. Gleichwohl haben wir zum Beispiel bei den Polizeihubschraubern gespart, und zwar bei einem unglaublich teuren System, einer Infrarotkamera für 2,5 Millionen Euro. Das können wir nicht nachvollziehen. Ich glaube, da gibt es günstigere Modelle am Markt. Da gibt es definitiv günstigere Modelle am Markt. Und was wir nicht gemacht haben, aber da können Sie darauf vertrauen, dass wir uns da weiter dahinter klemmen, ist, das Land muss sich überlegen, wie wir die sechs aus der öffentlichen Hand finanzierten Hubschrauber auf der Strecke Rostock-Güstrow sinnvoller miteinander verschränken. Wir haben sechs, da komme ich gleich dazu, Herr Müller, wir haben sechs von der öffentlichen Hand finanzierte Hubschrauber auf einer Luftstrecke von 40 Kilometern. Ich kann die aufzählen. Wir haben einen Luftrettungshubschrauber in Güstrow, der ist auch richtig dort. Wir haben einen Arztzubringerhubschrauber. Wir haben zwei Polizeihubschrauber. Wir haben einen Bundeswehr-SAR-Hubschrauber und dann haben wir noch einen Johanniter in Rostock stehen. Und wenn man sich ganz kritisch die Flugpläne dieser Hubschrauber mal anschauen würde, würde man sehen, dass sie kaum auf ihre Mindestzahl von Flugstunden kommen und dass teilweise Aufträge geflogen werden, die eigentlich nicht vertretbar sind. Wir hatten ja schon die Fälle, dass die Polizeihubschrauber irgendwelche Handtaschenräuber in Gröpelin oder Bad Doberan, ich weiß jetzt nicht mehr genau, verfolgt haben. Der Einsatz hat 8.500 Euro gekostet. Das kann ich verstehen, wenn man auf die Flugstunden kommen muss. Aber einsatztaktisch kann ich das nicht verstehen. Und ich glaube, dass man zum Beispiel diese zwei Polizeihubschrauber auf einen zurückfahren kann, denn der Rettungshubschrauber in Güstrow, der kommt auch mit einer Maschine vor Ort ab und hat eine hundertprozentige Einsatzfähigkeit. Wie machen die das, wenn dieser Hubschrauber in Güstrow für die Luftrettung in Reparatur muss oder zur Überprüfung, dann wird ein Miethubschrauber zur Verfügung gestellt. Solche Firmen gibt es heute, das geht wunderbar, können wir uns eine Maschine zum Beispiel sparen. Aber glauben Sie mir, sechs öffentlich finanzierte Hubschrauber auf 40 Kilometer Luftstrecke, das ist definitiv zu viel. Das können wir in Zukunft besser organisieren. Das ist eine Organisationsfrage. Wenn man sich da clever anstellt, kann man da viele Millionen sparen. Aber wir haben ja nun gar nicht beantragt, hier Hubschrauber zu streichen. Wir haben nur gesagt, also diese 2,5 Millionen Euro für die Infrarotkamera, das sollte man sich nochmal überlegen. Da müssen wir günstigere Systeme finden. Im Übrigen wird diese 2,5 Millionen Euro teure Infrarotkamera auch weiterhin zwischen diesen zwei Hubschraubern hin und her geschraubt, weil es jeweils nur eine gibt. Es gibt nur eine. Wenn die mal runterfällt, haben wir wahrscheinlich hier demnächst wieder 2,5 Millionen Euro drin stehen. Also irgendwie funktioniert dieses ganze Konzept nicht. Meine Damen und Herren, ich wurde noch mal gebeten, was zu den Dienstfahrzeugen zu sagen. Für diese 4 Millionen Euro kann man etwa 66 neue Dienstwagen kaufen. Wir sind der Meinung, wir müssen schauen, wo kann man Geld einsparen für Bildung, wo kann man Geld einsparen, auch für die Kultur. Und da haben wir gesagt, vielleicht ist es den Polizisten vor Ort sogar sehr viel wichtiger, nicht in den neuesten Autos zu sitzen, sondern in vollgetankten Autos. Ihnen fehlt es nämlich teilweise am Benzin. Und da müsste man mal was umschichten. Aber, meine Damen und Herren, es ist eben halt ein politisches Statement. Und ich möchte etwas zu dieser kleinen NSA-Zentrale, die hier gebaut werden soll in Hannover, noch etwas sagen. Da sind ja naja, so gut 1,5 Millionen Euro für den Bau eingeplant. Das nennt sich Kostenanteil an länderübergreifenden Einrichtungen. Das ist ein gemeinsames Rechen- und Dienstleistungszentrum Telekommunikationsüberwachung für die Polizei. Meine Damen und Herren, dieses Zentrale bzw. dieses Dienstleistungszentrum ist überhaupt noch nicht spruchreif. Wir haben in Hamburg nachgefragt, da haben
die uns gesagt, ach, das liegt doch irgendwo weit in der Zukunft. Da haben wir überhaupt noch nichts unter Dach, also haben wir gar nichts unter Vertrag. Wir haben das noch nicht in den Haushalt eingestellt in Hamburg. Das war die Aussage. Mecklenburg-Vorpommern stellt man es schon mal ein. Und viel spannender fand ich die Aussage des Innenministeriums, was uns dieses Zentrum im Betrieb kosten wird. 600.000 Euro jährlich wird uns diese Überwachungsanlage pro Jahr in Zukunft kosten. Und da sollten wir doch mal ernsthaft überlegen und uns darüber informieren, ob wir so viel Geld für eine Überwachungstechnologie ausgeben wollen, deren Nutzen sehr umstritten ist. Deswegen haben wir es erstmal rausgenommen aus dem Haushalt, denn die Debatte ist überhaupt noch nicht so weit, um das zu verabschieden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.